Paul Watzlawick vom Schlechten des Guten. Kapitel 5. Eine Kettenreaktion des Guten. Wie Sie wissen, sind die Hexen weder in Logik noch in Metaphysik besonders bewandert. Und es unterlaufen ihnen daher gelegentliche Pannen. Aber auch auf weniger esoterischen Gebieten scheitern ihre schönsten Pläne oft an unvermuteten Klippen. Ein solcher Fall, der stellvertretend für viele stehen kann, ist der merkwürdige Umschwung im Leben von Amadeo Cacciavillani aus dem Städtchen Finimondo, ziemlich weit südöstlich von Florenz. Signor Cacciavillani verkörperte das, was man in Begriffen der mathematischen Spieltheorie einen Nullsummenspieler nennen würde. Der Ausdruck Nullsummenspiel bezieht sich auf Spielsituationen, in denen Gewinn und Verlust untrennbar aufeinander bezogen sind. Das eine ist ohne das andere undenkbar. Nullsummenspieler sein heißt, sich mit Haut und Haar der manichäischen These verschrieben zu haben, dass es in allen Lebenslagen nur zwei Möglichkeiten gibt: gewinnen oder verlieren. Ein drittes gibt es wieder einmal nicht. In Cacciavillani war all dies in besonders reiner Form zusammengekommen. Er lebte fürs Gewinnen in jeder, aber auch in jeder Hinsicht und daher in ununterbrochener Angst vor dem Verlieren. Damit war seine Philosophie einfach, aber unbequem. Denn immer in höchster Alarmbereitschaft zu leben, kann selbst dem Stärksten auf die Nerven gehen. Dass er aus dieser permanenten Angst heraus dazu neigte, sich am Missgeschick anderer zu erfreuen, das sei nur ganz nebenbei erwähnt. Nun, vor etwa 1,5 Jahren, an einem trüben Wintermorgen, stellte Signore Cacciavillani seinen Wagen in einer Seitenstraße ziemlich weit von seinem Büro ab. Nachdem er an die 200 Meter zu Fuß gegangen war, hörte er hinter sich rasche Schritte und dann die Stimme eines Unbekannten. Sie haben Ihre Wagenlichter angelassen. Und dann hatte der Fremde schon wieder kehrt gemacht und war eilig weggegangen. Cacciavillanis erste Reaktion war natürlich die Frage: Wie will mich der hineinlegen? Was hat der vor? Aber der andere schien kein weiteres Interesse an ihm zu haben und war schon zwischen den zur Arbeit hastenden Menschen verschwunden. Cacciavillani stand ratlos da, oder genauer gesagt, es war ihm zumute wie einem großen Forscher, der nicht weiterkommt. Und gleich darauf erinnerte er sich, wie er gelegentlich geparkte Autos mit versehentlich angelassenen Lichtern gesehen hatte und wie der Gedanke an den Ärger des Besitzers, der spätabends mit leerer Batterie dastehen würde, einen Funken Freude, Schadenfreude, in sein sonst so freudloses Dasein gebracht hatte. Was Cacciavillani zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass die Anständigkeit jenes Unbekannten ihm die Regeln eines ganz anderen Spiels aufgezwungen hatte. Als er nachdenklich zum Wagen zurückging, um die Lichter zu löschen, hatte er ein undeutliches Gefühl der Verpflichtung, das ihm völlig neu war. Ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber irgendeinem anderen Menschen in ähnlicher Lage. Vorläufig blieb es aber latent. Das wirklich entscheidende Ereignis trat erst Monate später ein. Da fand er eine recht gut gefüllte Brieftasche und rieb sich die Hände vor Freude über diesen unverhofften Gewinn.
Und ausgerechnet da musste er an den Unbekannten denken, der ihm nachgelaufen war. Und auf einmal ging's nicht. Er saß da, starrte auf das Geld, auf die Karte d'identità des Verlierers, auf ein paar armselige Fotos, und da raffte er alles zusammen, stieg in seinen Wagen und fuhr hin auf die andere Seite von Finimondo. Der Mann lebte in einem schäbigen Haus allein und er wollte zunächst seinem Glück nicht trauen, als Cacciavillani ihm die Brieftasche hinlegte. Kurz erklärte, wo er sie gefunden hatte und dann auch noch den Finderlohn ablehnte. Nun traf es sich, dass der Verlierer selbst ein Nullsummenspieler war. Fantastisch, sagte er sich, als Cacciavillani abgefahren war. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Brieftasche in ein paar Stunden wiederhaben würde. Aber ehrlich gesagt, ich meine, so blöd müsste ich einmal sein und gefundenes Geld zurückgeben. Hierin irrte er. Denn ohne es zu wissen, hatte Cacciavillani ihm nun seinerseits die Regeln jenes merkwürdigen Spiels aufgezwungen. Und als sich das nächste Mal in seinem Leben eine vergleichbare Situation ergab, war auch er so blöd. Die Moral von der Geschichte? Der Unbekannte hatte anscheinend eine Kettenreaktion ausgelöst, da die Sache eben nicht bei Cacciavillani und dem Mann mit der Brieftasche Halt machte, sondern sich trotz zahlreicher Rückfälle der beiden weiter fortpflanzte. Ja, Amadeo Cacciavillani begann diese Form des Gewinnens und der Macht über andere Menschen langsam sogar Spaß zu machen. Nur die Hexen ärgerten sich.